So ein Roboter wäre doch was für uns Franziskaner in Delz. Er könnte uns zum Beispiel den Mittagstisch decken. Ich bin hier im Tiroler Industriebetrieb Tönig. Maschinen wie diese sind aus der Industrie heute nicht mehr wegzudenken. Vielleicht werden viele in einigen Jahren einmal sagen, den Roboter aus meinem Haushalt gebe ich nicht mehr heraus. Ich denke, Roboter können uns Menschen nicht in allem ersetzen, aber sie können uns schwere Lasten abnehmen und sie können uns dort helfen, wo wir Menschen an unsere Grenzen kommen. Ich denke da zum Beispiel an das Exoskelett, das eine deutsche Firma gerade in der Autoindustrie testet. Es ist eine äußere Stützkonstruktion, die Arbeiter anziehen, damit sie bei Überkopfarbeiten nicht so schnell müde werden, sozusagen die Lasten leichter tragen können. Solche Exoskelette werden auch schon bei Querschnittgelenken getestet. Da sind es dann so eine Art Roboteranzüge mit Motoren und einer elektronischen Steuerung. Das Ziel dieser Geräte ist es, sogar das Gelähmte wieder gehen können. Ich finde es faszinierend, was Menschen alles erfinden, um ihre Möglichkeiten zu erweitern. Diese Geräte lassen mich daran denken, was Jesus für uns Menschen bedeutet. Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um euch Menschen dort zu helfen, wo ihr an eure Grenzen kommt. Ich gebe euch zum Beispiel meinen Heiligen Geist, meine Kraft, damit ihr dort leben könnt, wo ihr es aus menschlicher Sicht nicht mehr schafft. Zu Weihnachten feiern wir das Kommen Jesu. Für mich ist Jesus nicht wie ein Roboter, der in die Welt gekommen ist, um uns alle Arbeiten abzunehmen, aber er ist für mich wie ein Roboteranzug, ein Exoskelett für alle Menschen, weil er uns hilft, unsere Schwächen zu überwinden. Deshalb möchte ich beten, Jesus, ich bitte dich, dort, wo ich an meine Grenzen komme, sei du mein Roboteranzug, mein Exoskelett, dass ich nicht müde werde, das Gute zu tun.